Wunderbar. Pythagoras, ganz einfach, ist heute unser Thema. Wir sind in der 8. Klasse und gehen mal da schon ein paar Schritte vorwärts. Ich sag mal, Pythagoras, ich nenne ihn mal einfach in Zukunft Pythi. Es geht um rechtwinklige Dreiecke. Ich fange erstmal ganz einfach an. Ein rechtwinkliges Dreieck hat hier oben einen rechten Winkel, keine Besonderheit. Ich werde den auch mal bezeichnen, diesen Kumpel hier, mit A, B, C und dementsprechend immer gegenüberliegend die Seiten C, A und B. Da gibt es folgende Verhältnisse. Wenn ich zum Beispiel sage, die Seite A ist 3 Meter lang, die Seite B ist gleich 4 Meter lang, dann weiß ich, dass die Seite C 5 Meter lang sein muss. Warum? Das werden wir jetzt erstmal überlegen. Wenn das so ist, wir haben es jetzt eben zusammen erarbeitet, dann gilt folgender Zusammenhang. C Quadrat ist A Quadrat plus B Quadrat. Wenn ich das ausführlich hinschreibe, 5 mal 5 Meter, das heißt also, das ist 25 Quadratmeter, ist gleich. Achso, ich habe hier übrigens die Seiten vertauscht. Ne? Die war länger, da hat mir das besser gefallen, wenn A 4 Meter ist. 4 mal 4 ist 16, Meter mal Meter ist Quadratmeter. Plus 3 mal 3 ist 9, Meter mal Meter ist Quadratmeter. Und das passt. 25 Quadratmeter ergibt sich aus 16 und 9 Quadratmetern. So, jetzt könnte ich auch sagen, na gut, dann verdoppeln wir mal die Seiten. Also, ich nehme das mal 2, das nehme ich auch mal 2 und das nehme ich auch mal 2. Dann hätte ich folgenden Zusammenhang. 10 Meter zum Quadrat sind 100 Quadratmeter, ist gleich, jetzt hatten wir gesagt, 8 mal 8 ist 64 Quadratmeter und das ist 6 mal 6 ist 36 Quadratmeter. So, das heißt also, mit diesem Zusammenhang kann man allerlei verrückte Dinge errechnen. Das gilt aber nicht, Achtung, das Dreieck muss nicht bloß so 3, 4, 5 mäßig aussehen, sondern es kann durchaus so einen rechten Winkel im Dreieck haben. Da muss ich natürlich entsprechend die Verhältnisse wieder umbilden. Dazu ein Beispiel. Aber wir nehmen gleich ein Praxisbeispiel. Also wenn ich hier oben den rechten Winkel habe. Praxis heißt zum Beispiel, ich habe einen Turm. Da steht ein Turm. Und ich weiß Folgendes. Ich weiß, von hier bis zur Turmmitte sind es meinetwegen 60 Meter. Ich weiß auch die Höhe des Turms. Die Höhe des Turms seien meinetwegen 40 Meter. Und ich möchte wissen, wie lang wäre ein Seil, was ich genau bis zur Spitze spannen kann. Dann gilt Folgendes. Hier ist der rechte Winkel. Die dem rechten Winkel gegenüberliegende Seite, die nenne ich jetzt wieder einfach C. Ich verzichte jetzt mal auf solche Begriffe wie Katheten und Hypotenusen. Das will ich jetzt mal noch gar nicht haben. Und sage dann, es gilt also, jetzt nehme ich mal mein komisches Dreieck hier oben weg, c Quadrat ist gleich, und jetzt kann ich, egal ob ich mit A und B, ich habe keine Punkte bezeichnet, keine Seiten bezeichnet, ich weiß aber, 40 Meter zum Quadrat, das sind 1600 Quadratmeter, plus 6 mal 6, 36 und 2 Nullen dran. Das sind so viele Quadratmeter. Jetzt müssen wir es zusammenrechnen, dann landen wir bei 52. Ne? Also C Quadrat ist dann 5200 Quadratmeter. Und wie kriege ich jetzt die Seite wirklich raus? Das ist ja das Quadrat der Seite. Na klar, und wenn ich das echte C haben will, dann muss ich aus beiden Seiten die Wurzel ziehen. Wurzel aus C Quadrat ist C. Und dann nehme ich einen Taschenrechner zur Hilfe und sage, Wurzel aus 5200 und Wurzel aus Quadratmeter ist schon Meter. Dann kann ich diese Zahl noch in den Taschenrechner tippen. Und das können wir gleich mal machen in der Pause hier, die ich jetzt mache. Jetzt haben wir es mit dem Taschenrechner ausgerechnet. Das wären entsprechend 72,111 und weitere Stellen Meter. In der Genauigkeit reichen uns wirklich hier, wenn das um Meter geht, bis zum Millimeter genau. Nehmen wir an, das würde genügen. Ich kann also jegliche rechtwinklige Dreiecke, wenn ich nur irgendwie ein rechtwinkliges Dreieck finde, kann ich die sofort berechnen. Ich kann die Seiten damit berechnen. Das heißt aber in der Praxis immer, dass ich, egal was für ein Gebilde auch dasteht, nehmen wir mal ein Haus, das hat hier so ein seltsames Dach. Ja, und jetzt bin ich angeschmiert, ich weiß zum Beispiel die Höhe des Daches, oder die Höhe will ich rauskriegen, ganz egal.
Ich weiß, wie lang die Seite ist, ich weiß, wie lang die Seite ist. Nehmen wir die Seite als 10 Meter und nehmen wir an, hier oben sind es bloß noch 6 Meter. Ja, und ich möchte wissen, wie hoch ist das? Dann muss ich Folgendes machen. Dann muss ich einfach sagen, ich bastel mir hier ein rechtwinkliges Dreieck hinein. Und dieses rechtwinklige Dreieck kann ich ja dann wieder gerne ausrechnen. Irgendwie. Jetzt muss ich mal überlegen, wie lang ist diese Seite hier? Diese. Wie lang ist die? Wenn ich mir dieses Dreieck hier drüben nochmal denke, dann kann ich sagen, hier unten habe ich wieder sie 6 Meter. So, demzufolge 6 Meter. 10 Meter minus 6 Meter ist 4 Meter. Das heißt, ich habe hier 2 Meter übrig und hier 2 Meter übrig. Gut, also wissen wir, die Seite ist 2 Meter lang. Jetzt weiß ich die Höhe immer noch nicht. Aber jetzt nehmen wir mal an, ich weiß die Höhe und ich möchte wissen, wie viel Dachfläche oder weiß der Kuckuck. Wir machen es mal so, wir wissen die Höhe, das sind dann meinetwegen 6 Meter. Und wir wollen mal wissen, wie viel Dachziegel muss ich hier raufpacken. Also wie lang ist diese Seite, machen wir das so. Dann kann ich jetzt an die Rechnung herangehen, indem ich sage, wo ist mein eigentliches Dreieck, was ich zu berechnen habe. Dann zeichnen wir in Zukunft unser Dreieck, was uns wirklich betrifft, was jetzt wichtig ist, hier raus. Das ist das Ding. Herauszeichnen, das ist sozusagen unsere Arbeitsskizze. Mal nochmal ran, worauf es drauf ankommt. 2 Meter, 6 Meter. Und wir wollen ja diese Seite wissen und können ganz einfach sagen, naja, es gilt. Fragezeichen zum Quadrat ist gleich 36 Quadratmeter plus 4 Quadratmeter. Ne? Das wäre unsere Seite C. Ich habe die jetzt Fragezeichen genannt. Ich kann sie auch C nennen, ist egal. Dann habe ich diesen Zusammenhang. Dann ist Fragezeichen zum Quadrat gleich 40 Quadratmeter. Und jetzt muss ich wieder die Wurzel ziehen und jetzt bitte ich wieder um Hilfe. Das war jetzt voraus, also vorwärts gerechnet. Ja, Fragezeichen zum Quadrat hatten wir ermittelt. Jetzt wollen wir die Wurzel ziehen und jetzt wissen wir die Wurzel. Also ist die Seite Fragezeichen. Die Wurzel ist 6,324 Meter. Mehr als Millimeter brauchen wir jetzt nicht. Natürlich kommen da noch ein paar Kommastellchen dahinter. Dafür brauchen wir jetzt einen Taschenrechner. Genau da ist der ideal. So. Jetzt war das die eine Seite. Nochmal, hier ist es ein zufälliger Zusammenhang, dass ich bei Dächern und bei Häusern sagt man, meistens sind die sehr symmetrisch gebaut. In diesem Fall kann man das so mal machen. Anderes Beispiel. Ich wollte eigentlich schon verkehrt rum rechnen, aber jetzt rechnen wir mal verkehrt rum. Jetzt sieht das mal so aus. Ich habe jetzt einfach mal ein Dreieck. Ich mache das mal. Ach, schön ist das nicht. Aber selten. Ich habe jetzt hier wieder einen rechten Winkel. Und ich weiß, dass diese Seite C, sage ich jetzt wieder dazu, meinetwegen 8 Meter lang ist. Und ich weiß, die Seite A, die sei meinetwegen, wenn das 8 sind, sind das 6 Meter. Und ich weiß die Seite B nicht. So, dann stelle ich trotzdem die Formel so rum auf und sage C² gleich A² plus B². Es kommt eine Variante der Berechnung. Wenn ich aber b wissen will, muss ich b isolieren, das heißt, ich nehme minus a². Dann habe ich c² minus a² gleich b². Wenn ich daraus dann die Wurzel ziehe, muss ich die Wurzel über alles bilden, also aus c² minus a², das muss ich zuerst ausrechnen, ist gleich b. Oder ich mache es so, dass ich sage, naja, dann setze ich eben ein, c², 8 mal 8 sind 64 Quadratmeter, das ist jetzt die andere Variante, das ist die eine. Jetzt kommt die andere Berechnungsvariante. 64 Quadratmeter ist gleich a² sind 36 Quadratmeter plus b². b² weiß ich noch nicht. Und stelle jetzt um. Also minus 36 Quadratmeter, Tippeltappeltour. 64 minus 36, ach du liebe Zeit. Das ist auch ganz schön viel. 64 minus 30 ist 34 minus 6 ist 28 Quadratmeter. Ist gleich b². Und um b zu ermitteln, ziehe ich jetzt die Wurzel. Das geht genauso. Ich hätte auch hier einsetzen können. Ne? Also, das ist euch überlassen. Achso, jetzt habe ich das Quadrat nochmal geschrieben. Ist ja Quatsch. Jetzt brauchen wir wieder einen Taschenrechner. Und wie ist das Ergebnis? Jetzt haben wir die Wurzel gezogen. Das sind dann 5,291 Meter. So, jetzt Fragen. Alles gut und schön bei symmetrischen Figuren, aber jetzt betrachten wir mal eine Fläche, die von der ganzen Sache abweicht. Und zwar nehmen wir mal einen Damm an. Ein Damm wurde aufgeschüttet und was wir nicht machen können, wir können nicht in den Damm reinkriechen,
denn da würde uns der Deichwart mächtig einer auf den Kopf hauen. Aber wir können Folgendes machen. Wir können sagen, okay, wir probieren mal Folgendes aus. Wir messen mal ganz einfach die Seite. Dann nehmen wir ein Maßband, die nehmen wir mit. Lass die Seite mal 40 Meter sein als Beispiel. Und wir wollen eigentlich wissen, wie hoch ist das ganze Ding. Also, die Höhe, die interessiert uns. Fragezeichen der Höhe. Wie kommen wir jetzt an diese untere Seite ran? Nehmen wir mal an, wir kennen die. Dann sind wir gut raus. Dann können wir nämlich die Höhe berechnen. Dann sähe das Beispiel so aus, wenn das meinetwegen 15 Meter wären. Wenn wir die Seite kennen. Wenn wir die nicht kennen, müssen wir sie irgendwie anders ermitteln. Gibt es noch andere Verfahren? Lasse ich jetzt erstmal weg. Jetzt geht es ja nur um den Pythagoras. Wir wissen, die Höhe steht immer senkrecht. Und ja, was gilt jetzt? Wie müssen wir die Gleichung aufschreiben? Nochmal, wir haben das nochmal geklärt. Die Seite, hier ist unsere Arbeitsskizze. Hier ist H. Die Seite, die dem rechten Winkel gegenüber liegt, das ist die. Das sind meine 40 Meter gewesen. Hier unten habe ich die 15 Meter. Und jetzt geht es weiter. Jetzt multiplizieren wir das mal aus. 40 mal 40, 1600. Meter mal Meter, Quadratmeter. H-Quadrat wissen wir nicht, lassen wir so stehen. Plus 225 Quadratmeter. Sollte man auswendig kennen, die Quadratzahlen. Wenigstens bis 25. So, jetzt geht es hier wie ganz normal weiter. Tippel-Tappel-Tour, wie vom Gleichung gewöhnt. 1600, 1400, 1375. Oh. 1375 Quadratmeter ist gleich h Quadrat. Wir wollen aber h haben, also wurzeln wir noch. Und dann ergibt sich was? Habt ihr getippt, bitte? 37,080 Meter. Und schon haben wir es. Also der Taubenchor hat noch eine Idee. Grundsätzlich würde ich Folgendes machen. Wenn ihr ein Dreieck habt, wo der rechte Winkel oben ist, dann ist, so sind das die meisten Schüler gewöhnt, dann sagen sie, okay, gegenüber ist C und dann ist hier A und dann ist hier B. Wenn ihr ein Dreieck habt, das irgendwie in der Landschaft liegt, weiß der Kuckuck was, so, und ihr habt ein Problem damit, dann dreht das Dreieck so lange, bis es so aussieht hier. Also das Dreieck. Auch wenn hier X und Y und Z dran steht, na, ist doch kein Problem. Dann drehen wir das ganze Ding, dann ist hier Y, auch nicht schlimm. Dann ist hier auf der rechten Seite x und dann ist hier das z. Kein Problem. Wichtig ist, dass ich mir dieses c Quadrat, das a Quadrat plus b Quadrat, einfach so merke, dass c immer dem rechten Winkel gegenüber liegt. Dann klappt's. Jetzt mal schnell zu Fachbegriffen. Die Seite, die dem rechten Winkel gegenüber liegt, ist die Hypotenuse. Hypotenuse. Schon mal gehört? Nicht schlimm. Merken wir das. Und die anderen beiden Dinge heißen Katheten. Katheten. Nochmal schnell zu den Katheten. Katheten heißen die Dinger, die den rechten Winkel letzten Endes bilden. Und Hypotenuse ist die, die dem rechten Winkel gegenüberliegt, diese Seite. Das ist der Haken an der Sache. Das allerletzte sieht wie folgt aus. Nehmen wir mal an, ein Dreher soll folgendes Teil drehen. Ich mache das jetzt erstmal so. Oh. Erstmal so. Dieses Teil soll er drehen und er soll hier einen Kegel hineindrehen. Jetzt hat er ein Problem. Wenn er nicht alle Maße hat, was macht er? Dann sagt er, warte mal, das gefällt mir nicht. Dieses Teil, jetzt fehlt mir hier die Tiefe. Wie soll ich denn das machen? Aber ich weiß ganz genau, der Konstrukteur hat blöderweise angegeben, wie lang ich mit dem Drehmeißel hier reinfahren soll. Diese Seite, die kenne ich. So ein Ärger. Ach, furchtbar. Ich weiß auch, aus welchem Durchmesser das Material besteht. Mit so einem Ding kann man jetzt hier nicht viel anfangen. Dann sind wir angeschmiert. Aber der Dreher, der macht, das machen alle Zerspanungsfacharbeiter. Die sagen dann, komm, ich baue mir hier ein Arbeitsdreieck. Denn dann weiß ich, wenn ich die Seite kenne und die Seite kenne, wie tief ich da wie tief der Kegel werden soll. Jetzt nehmen wir dieses Arbeitsdreieck hier wieder und jetzt ermitteln wir schnell mal, wie groß das ist. Metaller wissen das, wenn Durchmesser 20 steht und nicht Millimeter, Zentimeter, irgendwas dahinter, dann ist Millimeter gemeint. Demzufolge können wir sagen, ist das bloß noch die Hälfte hier. Das sind dann 10. Frage? Gut. Also wissen wir, das sind 10 Millimeter.
Metaller wissen das. Und blöderweise hat der Konstrukteur nicht das richtige Maß angegeben, sondern es, dieses blöde Maß, das sind 15 mm. Naja. Jetzt hat er sich dieses Dreieck nicht umsonst gebaut, denn wir haben hier einen rechten Winkel. Und mit diesem rechten Winkel können wir schon wieder was anfangen. Wir haben hier 15 mm, also kann ich jetzt schreiben, 15 mm in Klammern zum Quadrat ist gleich, und hier haben wir die Tiefe t, ist gleich t Quadrat plus 100 Quadratmillimeter. 15 mal 15, 225 Quadratmillimeter ist gleich t Quadrat plus 100 Quadratmillimeter. Also der übliche Tippel-Tappel-Tour-Kram. Wie wir das rechnen, ist jetzt nicht ganz so wichtig. Mir kommt auch Folgendes an, dass ihr Folgendes erkennt, egal wo. Wir haben es im Allgemeinen immer mit irgendwelchen symmetrischen Teilen zu tun oder mit Teilen, wo man sich rechte Winkel bilden kann. Wenn man das kann, ist man schon auf der Gewinnerseite, denn mit der Arbeitsskizze dann und den entsprechenden Bezeichnungen weiß man, aha, Pythagoras kann ich so anwenden, längste Seite, Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber, Hypotenusenquadrat ist Summe der Kathetenquadrate und fertig. Also Praxistipp für euch später, egal wo solche Fälle auftreten, und das werden wir gleich mal hier in unserem Raum machen, immer irgendwelche Arbeitsdreiecke bilden mit bekannten Maßen. Wir haben es gerade ausgerechnet. Wir haben uns mal ein Beispiel gesucht. Wir haben hier eine Raumhöhe von 3,5 Meter gehabt. Das war die Tischhöhe. Das waren 2,6 Meter. Das haben wir ein bisschen umständlich ausgemessen. Und wir haben hier auf dem Tisch 1 Meter abgemessen und wollten mal wissen, wie lang das Seil ist. Wie kommen wir auf diese 2,1 Meter? Ganz einfach. Benennen wir das als C, dann hatten wir geschrieben C Quadrat ist gleich. Und jetzt, ob ich A oder B sage, 2,6 Meter in Klammern zum Quadrat plus 1 Quadratmeter. Ich schreibe das mal schnell hin, weil ich könnte auch 1 Meter in Klammern zum Quadrat schreiben. Ne? Machen wir es so. Und dann entsprechend C Quadrat ist gleich, das müssten 5,76 Quadratmeter sein. Nee, 6 mal. Plus 1 Quadratmeter. Moment. 6,76 Meter natürlich. So. Und weiter geht's. Zusammen ergibt das C ist also die Wurzel aus 7,76 Quadratmetern. Also C ist gleich, und dann hatten wir diese 2,785 Meter ausgerechnet. Wie gesagt, da kommen immer noch ein paar hintere Stellen, aber das reicht uns jetzt an Genauigkeit, 3 Stellen hinterm Komma. So, das zu diesem Beispiel. Jetzt kommen wir noch zum Rätsel. Noch schnell ein Schluss, ein pythagoreisches Rätsel. Wir nehmen Folgendes an, wir haben hier eine, das ist eigentlich ein chinesisches Rätsel, ich mache das jetzt aber mal in der Farbe. Eine Lotusblume wächst aus einem Teich heraus, und zwar 1 Meter aus dem Wasser heraus. Und ich komme jetzt mit meinem Boot hier angerudert und sage, liebe Lotusblume, komm mal her und zieh die Lotusblume in die Richtung hier, in diese Richtung. Und zwar so, dass die Blüte gerade das Wasser berührt. Und das habe ich gezogen, und zwar über eine Strecke von, meinetwegen 5 Metern habe ich das gemacht. Ja, jetzt ist die große Frage, wie tief ist das Wasser? Und jetzt müssen wir ein bisschen nachdenken. Gut, also wir haben schon mal mitgekriegt, hier eine Seite. Wir haben hier auch irgendwo ein rechtwinkliges Dreieck. Sagen wir hier noch zur Wassertiefe T. T wie tief, ne? So, und unser Dreieck sieht wie folgt aus. Das Dreieck ist hier. Unser pythagoreisches. Hier ist es versteckelt. Und daraus machen wir jetzt mal eine Arbeitsskizze. In der Farbe. Also, wir haben ein rechtwinkliges Dreieck, wovon wir Folgendes wissen. Das sind 5 Meter, das ist T, aber wie sagen wir zu dieser Seite? Nochmal, hat mir nicht ganz gefallen, es geht jetzt nochmal um diese Seite hier, um diese. Wie kann man die bezeichnen? Und dann haben wir nämlich eine Möglichkeit loszulegen. Wie kann man diese Seite bezeichnen? Super Vorschlag. Von hier ist es 1 Meter. Also von hier oben 1 Meter und dazu das T. Also könnte ich doch hierzu sagen, das ist T plus 1 Meter. Jetzt mache ich ersatzweise nochmal was. Und zwar, wenn ich sage, T plus 1 Meter heißt eigentlich unsere Seite C, weil sie ja dem rechten Winkel gegenüber liegt. Ne? Und hierzu sage ich, diese 5 Meter sind A und T ist B. Stellen wir nochmal auf, C Quadrat ist gleich A Quadrat plus b Quadrat. Und jetzt
Setzt ihr mal entsprechend ein. Wunderbarer Vorschlag. Wir haben C und A und B alles wieder zurück übersetzt und haben gesagt, T plus 1 Meter in Klammern zum Quadrat, das wäre C, ist gleich 5 Meter in Klammern zum Quadrat plus T Quadrat. So, und da machen wir jetzt was draus. Wir haben hier A plus B in Klammern zum Quadrat ist und so weiter. Genau, so, und das wollen wir jetzt in dieser Richtung hier umsetzen. A Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Das wollen wir jetzt hier umsetzen. Also, jetzt haben wir das angewandt, die erste binomische Formel, und haben gesagt, t Quadrat plus 2 mal t mal 1 Meter. Ganz cool bleiben. 2 mal a mal b. Das ganze Ding ist b hier. So, plus, und das noch entsprechend ausgerechnet ist 1 Quadratmeter. Und jetzt haben wir eine Gleichung und da können wir was draus machen. Zusammenfassen bitte. Zusammenfassen heißt also auf beiden Seiten t Quadrat abziehen, dann ist das schon mal weg. Dann sieht die Gleichung viel kleiner aus. 2 mal t mal 1m haben wir als 2tm zusammengefasst. Plus 1 Quadratmeter ist gleich 25 Quadratmeter. Jetzt kam schon der Vorschlag. Minus 1 Quadratmeter. Achtung, jetzt haben wir ja hier 2tm ist gleich 24 Quadratmeter, folgend aus diesem Schritt. Jetzt fasst ihr so weit zusammen, bis zum Schluss t ist gleich dasteht. Bitteschön. Ja, jetzt haben wir das Rätsel auch noch gelöst. Wir haben durch 2 geteilt und dann nochmal durch m geteilt. Ne? Dann bleibt übrig, t ist gleich 12 Meter. Na, wer hätte das gedacht? Ich schließe das Video an der Stelle ab. Oder, Clement, vielleicht noch eine Frage, Clement? So, demzufolge, wenn ich jetzt mir hier unser Dreieck nochmal schnappe, obwohl uns diese Seite komplett egal ist, aber da sieht man Folgendes. 3, 4, 5 muss gar nicht gelten. Ne? Das ist 5 und 12 und 13 hängt gar nicht so zusammen, wie 3 und 4 und 5 ineinander hängt. Aber das war ein zufälligerweise schönes Beispiel dafür, zu sehen, dass auch hier ein pythagoreischer Zusammenhang zu entdecken ist. Gut, ich denke, wir schließen das Video ab mit einem freundlichen Video.